Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach-Map. Ja, wir brauchen ein bisschen Futter, also haben wir uns dazu entschlossen, dass wir mal ein paar Schlepper eben mieten zum Maishäckseln, damit wir dann auch mal ein paar Tiere kaufen können. Und ja, heute ist mit dabei der Lukas. Servus. Der Julius. Hallo. Und zum ersten Mal unser Supporter Jan. Hallo. Ja, der war bisher immer nur so ein bisschen Supporter bei uns auf dem Teamspeak, hat immer ein bisschen mitgezockt und darf jetzt heute endlich mal das erste Mal mit in der Aufnahme mitspielen. Und ja, zu viert kann man eigentlich ein bisschen mehr was reißen beim Maishäckseln. Vor allen Dingen, wir wollen jetzt zur Biogasanlage, also den Mais zur Biogasanlage bringen und bei, welches Feld war das nochmal? 181, 181. Ne? 181, das ganz große da unten. Vom Häckeln, da brauchen wir schon drei Abfahrer. Ich habe jetzt den kleinsten Wagen. Julius hat den größten. Aber ihr seht gleich schon, was wir uns da mal hast so jetzt kurz gemietet haben. Tim, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, ja. Hast du jetzt eigentlich den 716 gemietet oder gekauft? Gemietet. Okay. Alles klar, Jan? Ja, fahr mal vor. Okay. Tim, du musst auch jetzt die Biogasanlage hier noch kaufen. Ich habe die Biogasanlage gekauft. Die hier noch nicht. Welche? Die, wo wir sind. Bei Feld 181 ist auch nochmal eine. So, ja. Die ist ein bisschen näher dran. Vielleicht. Brauchen wir aber nicht. Wir haben noch eine. Wie weit willst du denn fahren? Ja, da ist aber schon ein Feld. Oh, ich bin knapp hinter euch. Ist ja dann hinter mir? Ja. Jetzt gerade auf die Straße an, wo ihr seid. Wendler. Ich bin jetzt bei 144. Wo juckelst du denn her? Das frage ich mich auch gerade. Hättest du nur die Straße einfach geradeaus fahren müssen. Ja, obwohl, ja, warte mal, jetzt kommen wir an dieser komischen Ecke raus. Ich wollte deswegen. Ich wollte den Weg zur Biogasanlage wissen. Ich wusste ja nicht, dass wir dann dahin fahren. Ist auf jeden Fall ein ziemlich langer Abfahrweg. Aber egal. Aber mit drei Fahrern. Oder wer ist Häckslerfahrer? Jan, oder? Jan. Ja. Ja, Jan und ich sind jetzt gleich da. Ich bin gerade hinter Jan. Und auch hinter Jan. Ab. Das Feld hier links. Boah, das habe ich im Alleingang mal gehäckselt. Boah. Zwei Stunden dran gesessen. Warum Blinker rein? Julius. Was ist zum Thema realistisch fahren? Ich fahre hier auf dem Grünstreifen zwischendurch. Ja. Du musst ja eh hier herumhäckseln. Ja, wir fahren aber genau in die andere Richtung. So viel zum realistisch fahren durch Feld 144. Ich fahre nicht durch Feld. Ja, nur nicht durch 143 und 136 nein, durchgefahren. Hier zwischen ist können wir anfangen, Jan? Bob. Ja. In diese Richtung, wo ich hingucke? Ja, wo in die, wo ich stehe. Also rechts rum. Rechts rum. Okay. Und so viel zum Thema, ich werde vor dir Folge gemacht. Ja, du warst später da. Wer? Du. Julius war am Spitz. Ach so, Julius, ja. Und mach mal dein Licht aus, Julius, Alter. Ja. Und hier ist es aus. Boah, Julius. Jetzt mach die Rundumleuchten aus. Ich hab schon direkt 35%. Ich kann direkt hinter Tim fahren, weil... Da hinten steht einer. Vornwagen. Boah, Julius, du kannst... warten. Es dauert eh noch. Ich glaube, ach hier ist, guck mal, hier steht ja unser Drescher. Ja. Ja, den haben wir uns dann mal gemietet. Wen? Den John Deere. Der Julius ist nämlich gerade genau ins Bild reingefahren. Ja. Der Lohner halt. Ja. Prozente? Warte. Ich habe jetzt gleich 80. Ich bringe mich schon mal in Position hier. Fahr einfach immer geradeaus durch, auch wenn Tim voll ist, weil der schwenkt dann automatisch auf mich rüber. Fahr einfach weiter. Schwenkt dann automatisch. Ich halte dann an, wenn er voll ist. Ja.
Ich glaube, du kommst aber mit dem Zweiachser nicht einmal rundherum. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Julius, fahr mal hinterher. Hatte ich jetzt eigentlich auch so geplant? Ne, fährt dann eigentlich, Tim? 40, ne, 42. Aber warte, ich muss mich zum Abstand halten. Aber der muss richtig ziehen, der Deutz. Mit diesem Trecker und dem Anhänger dahin, der lässt sich schon entspannt fahren. Mit meinem auch. Das Geile ist, der Deutz ist halt mega wendig, ne? Du kommst durch jede Ecke. Oder um jede Ecke. Wie viel Prozent hast du, Lukas? 45. Was? Schaffen wir niemals. Naja, in Ding gehen ein bisschen was rein. Jan? Ja, hab ich auch gemerkt. Egal. Ich bin noch nicht mal in der Stadt oder im Dorf. ja. Willst du mal hinter mir wegfahren, Julius? Alles klar. Ja, ich fahr mir! Er kommt einfach nicht mehr hier hoch. Drück mal Shift und 4 gleichzeitig. Achso. Allrad. Ja. Warum sind bei mir die ganzen Sperren an? Und Allrad. Freu mich. Allrad habe ich drin, ja. Ich. Nee, ich. Kann man die ganzen Allrad Sperren rausmachen? Ich brauche nur Allrad. Jetzt bin ich durchgefahren. Jetzt muss ich gleich noch links und dann geradeaus. Dann bin ich fast da. Als ob ich im Baum hänge. Mit dem Hänger oben. 11% hast du? 70? Nee, 65. Gut, dann schaffe ich das doch noch. Und ich habe ja noch nicht angefangen, also. Ja, den Julius Anhänger passt ja ordentlich was rein. Warte, ich guck mal ganz kurz, wie viel da reinpasst. 55, glaube ich. Boah. Kommt ungefähr hin, ja. Steht da nicht bei. Und wir stehen, also ich, bei mir passen 20.000 rein. Mir 32. Warte, ich verrücke. Also ich habe jetzt 86. Ja gut, das schaffe ich noch. Wenn ich mich beeile. Ich bin jetzt an der Feldwegeinfahrt zu BG. Boah, zu BGA. Ah, da oben. Wow, schön. Lukas, 95% oder was? Ja, jetzt. Kannst du mehr fahren? Ja. Oh, scheiße. 10% hab ich auch schon. Was? Das Silo hat schon 83%. Ich hab auch schon 6000 jetzt, ne? 6000 gekriegt. Ich bin jetzt fertig, meine Anhänger ist leer, ich komm jetzt zurück. Muss ich mich jetzt beeilen, dann schaffe ich es vielleicht noch. Jetzt auch im Rückweg. Also, ich fahr zu BGA. Aber ich habe durchgehend 50 FPS gerade. Gut. Very good. Und das auf einem dedicated Server, ja. Ich muss mich noch gedulden. Eine Woche länger. Da 45%. Schaffe ich. Ach, guck mal, da ist Lukas. Oh, es leckt. Aber jetzt nicht mehr. Doch, jetzt leckt's. Also bei mir müssten so 8. Ich bin jetzt gleich wieder im Dorf. Guck mal, hier ja, ist auch noch ein Silo. Ja, sind überall auf der Verteilung. Ja, ich kenne 3 Freiland-Silos. Diese. Da geht aber nur 200 Kubik rein. Okay, das ist nicht viel. Das sind 10 von meinen kleinen Wagen. Einer von mir. Ja.
Oder 10 von dir. Ach, einfach so über die Kreuzung drüber ballern, merkt keiner. Wie viel hast du jetzt, Julius? 64. Schaffe ich noch. Oh, aber von mir auf Tim wird's knapp, weil Tim so wenig hat. Ja, das stimmt. Bin. Gib jetzt halt am Silo ab. Naja, könnte ich schaffen. Ab. Ach doch, ich glaube schon, dass du das schaffst. Also ich bin jetzt gleich wieder beim Feld. Ich fahre jetzt gleich diesen einen matschigen Feldweg rein. Ich habe 76. Ach, schaffe ich locker. 80. Ah, ich habe ja schon mehr drauf wie Lukas. Wie viel hast du drauf, Litte? 34, 35. Was nur? Ich glaube bei 39 oder so ist Schluss. Ein Dreiachser, 39 Kubik, boah. 95%, 38.000. Voll, Julius? Nee, 95. Ja, okay, ich schaff's nicht, Tim. Ja, warum? Ich stehe noch nicht mal drunter. Ja, trotzdem. 98, 99. Bin jetzt 40.000. Bin jetzt bei dem Rindermastbetrieb. Ja, doch, das schaffst du. Obwohl, ich hab schon 10%. Hey. Ich schaff ihn nicht. Wenn deine in 10 Kubik mehr reingeben würden, dann will ich schaffen. Ja. Fahren wir halt ein bisschen langsamer. Wie schnell kannst du fahren? 15, okay, jetzt hast du dich verloren. Okay, nein, das schaffst du nicht. Außer du drückst jetzt richtig aufs Gas. Ich war mit Lex 20. Aber ich glaube, ich fahre... Ah doch, wenn ich kann eine Reihe ungefähr, einmal hoch, dann ist der Wagen voll, dann fahre ich gleich den anderen Weg. Dreh ich nicht um und fahre da oben. Oh, hoch. Ich könnte schaffen. Ich fahre jetzt wieder aus dem Dorf raus. Doch, das schaffst du. Nein, doch nicht, ich habe 80%. Niemals. Egal. Fahr ja den anderen Weg, ich komme jetzt von vorne. Ja, da fahre ich jetzt gleich auch raus. 90%. Oh, ich sehe das hin. Also ich bin jetzt auf Fallsrand aus dem Dorf raus. Voll. Ah, geht's. Ja, war okay. Wow. Alter. Ach, du bist vorgewendet, warte. Bei Julius und Lukas wird es jetzt auch gleich knapp, weil Julius ist noch nicht da. Es wird, ja, hier, da wieder eine fette Standzeit bekommen. Julius ist noch nicht mal am Ding oben. Und ich beeil mich, Julius. Wie schnell fährt der John Deere? 50? Ja, gut. Lukas, deiner auch 50, ne? Ja. Ja, meiner fährt 40. Und ich bretter schon, wie sind so Sachen. Ja, nur so, ich hab schon. Ich hab schon 20%. Julius. Also Wagen sind zu klein. Wir müssen alle solche großen Wagen haben wie ich. Ja, und wer bezahlt das alles? Ich nicht. Ja, also. Wer hätte ja auch hinter dem 8 der eigentlichen Bergmann Dreiachser hängen können. Ja. Da würde was weggehen. Wer bezahlt das? Ich bin schon fast da. Wenn ich Lohn kriegen würde, ich... Ja, Silo voll. Muss ich erst noch mal umsetzen. Jetzt ehrlich? Ja. Ja, nächstes Silo voll machen. Klatschen sie alle voll. Oh. Wir könnten dann auch das Silo für die Rinder benutzen, weil mit Rindern verdient man auch richtig viel Geld.
Absolut Premium. Lukas, hast du einen Timer angestellt? Absolut Premium? Ich hätte gedacht, du machst ihn. Ja, ich habe mich auf Start gedrückt. Warte, ich gucke eben. Ja, fast genau, die Folge ist vorbei. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wow! In der nächsten Folge wieder. Wieder, denke mal, beim Maisexeln. Bis dahin. Tschüss. Ciao.